Es ist schon ein Unterschied. Wenn die Kinder dann gesund sind, der macht schon vieles aus. Hallo und schönen guten Tag euch heute wieder. Und ich habe heute die Irina bei mir, weil es kam immer wieder die Frage von euch, wie es mit roh veganen Kindern ausschaut. Und das ist immer wieder ein Punkt, selbst was vegane Ernährung anbelangt. Mittlerweile ist es ja ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen. Aber es ist dann doch immer wieder so, dass da Aussagen kommen wie, bei Erwachsenen ist es in Ordnung, aber bei Kindern in der Stillzeit nein. Und heute möchte ich mal über das Thema reden, wie das mit roh veganer Ernährung bei Kindern ausschaut. Und die Irina hat da einige Erfahrungen, hat selber 3 Kinder. Und deshalb wollte ich sie heute mal direkt zu dem Thema befragen, weil sie da einfach sehr viele Erfahrungen hat. Deshalb, als erste Frage, Irina, wie schaut denn das bei dir selber aus? Wie ernährst du dich? Wann bist du dazu gekommen, bei deinen Kindern die rohe vegane Ernährung mit einzuführen? Wie war das damals? Wie hat es begonnen? Und wie alt sind deine Kinder überhaupt? Ja, hallo Tobias, hallo alle Zuschauer. Hi. Vielen Dank für die Einladung, dass ich da über dieses tolle Thema sprechen darf. Ja. Wer hat es bei uns angefangen? Das war eigentlich recht, die Phase war bei uns recht lang. Von der Omnivorenzeit bis zur Rohkost sind 7 Jahre und angefangen hat es damit, dass mein mittlerer Sohn seit der Geburt an Neurodermitis litt und ich wollte ihm natürlich helfen, weil ihm die Haut war so rau aufgekratzt und auch geblutet mal an manchen Stellen und wenn man das eigene Kind leiden sieht, dann möchte man etwas tun und das wollte ich natürlich und habe dann gesucht nach Informationen, nach Ärzte gefragt und weil ich auch selbst diese Erkrankung habe, aber nicht so stark, wusste ich, wie die Symptome sind und dass man irgendwie ich nicht weitergekommen bin, auch bei mir nicht. Und ein paar Mal bin ich dann auf die Information gestoßen, soll man die vegane Ernährung ausprobieren und so hat es dann angefangen, dass zuerst die vegane Phase angefangen hat. Wie alt waren deine Kinder dann damals? Ja, also der Kleine war damals 1,5 Jahre und die Große war damals 2,5. So, sie haben einen kleinen Altersunterschied. Mhm. Also sie waren eben noch recht kleine Kinder. Und mittlerweile sind sie schon 10 und 8 und Neurodermitis ist schon Geschichte. Das ist jetzt schon lange kein Thema mehr, weil dadurch durch die Ernährungsumstellung, durch die Verbesserung der Darmgesundheit auf jeden Fall, sind die Symptome verschwunden und die Haut ist jetzt wunderbar. Ja, das ist auch immer was, wo ich immer wieder festgestellt habe, gerade sowas wie Hauterkrankungen, Neurodermitis, Ekzeme und sowas geht unglaublich schnell dann wieder weg. Und wie ging es denn dann bei dir weiter? Also du hast du dann deine Kinder komplett roh ernährt von da an oder wie lange? Und wie schaut es denn jetzt dann aus? Also vor ungefähr 5 Jahren oder eigentlich 6 Jahren. Also die vegane Phase war bei uns recht kurz, weil ich habe gesehen, die Haut war eigentlich gut, aber immer noch so trocken. Und ich wollte natürlich, dass die Symptome ganz verschwinden. Und habe ich dann einfach den Rohkostanteil langsam erhöht, bis wir dann irgendwann mal bei Rohkost angelangt sind. Und da sind dann ein paar Jahre vergangen. Jetzt sind wir bei 100% schon seit 2 Jahren. Okay. Und jetzt sind deine Kinder wie alt? Also die Große ist 10, der Mittlere ist 8 und der Kleine ist 5. Und bei dem Kleinen habe ich dann natürlich von Anfang an schon die Erfahrung gemacht, dass er dann die Schwangerschaft war vegan und seit Beikost war dann Rohkost. Die Beikost war auch schon Rohkost? Ja, genau. Weil da wollte ich dann schon auf die Rohkost umsteigen und bei ihm habe ich das von Anfang an gemacht. Ah, sehr schön. Und mit was hast du da begonnen? Finde ich auch immer sehr interessant. Ich hatte auch eine Freundin zum Beispiel, die hat ihr Kind ganz unbewusst eigentlich nur vegan und roh ernährt am Anfang. Sie hatte dann immer so eine Glasraspel und hat dann Karotten und Äpfel immer gerieben und das dann als erstes Essen immer eingeführt. Wie war das bei dir?
Ich habe mit Früchten angefangen, einfach angeboten, ja. Was war gerade auch der Sommer, wo auch die Auswahl so groß ist, und da dann einfach von allem probiert. Und hat dann auch immer Lust drauf gehabt, oder wie waren deine Erfahrungen? Hat dann eben langsam ganz einfach nebenbei, lief das eher natürlich bei dir? Oder ja, war das dann, dass du gezwungenermaßen abstillen wolltest? Oder? Na, es war eigentlich schon das Alter, wo er einfach noch etwas dazu bekommen sollte, weil das war schon bis 7 Monate, und dann habe ich einfach mit Früchten angefangen, also einfach von dem gegessen, wie viel er wollte, und da war gestillt, habe ich es immer noch. Einfach nur dieses langsame Kennenlernen mit den Nahrungsmitteln, die Darmflora ein bisschen schon umstimmen, dass sie auch mal was anderes bekommt außer Muttermilch, und so langsam, Schritt für Schritt gibt es dann immer mehr andere Lebensmittel, auch größere Portionen. Ja. Und dann auch später ja von Früchten dann umgestiegen auf andere Lebensmittel? Oder wie hat jetzt, beziehungsweise wie schaut es jetzt aktuell auch dann bei euch alltäglich aus? Was essen deine Kinder dann so in den letzten 2 Jahren, wo sie dann komplett roh essen? Ja, an Lebensmittel. Ja, also die Früchte ist natürlich die Hauptnahrungsmittel bei uns. Ne? Das gibt es jede Menge davon. Und natürlich gibt es auch viel Grün, Salat, Gemüse, Samen, jede Menge, alles Mögliche. In verschiedenen Kombinationen natürlich gibt es auch mal so auch die Crackern oder auch die Pizza. Wir machen Brote, wir machen Aufstriche, Dips. Also gibt es schon eine recht, recht große Auswahl, weil eben die Kinder haben das gerne. Die Auswahl ausprobieren, mit Händen essen und etwas selber zusammenstellen. Ja, also ja, sehr schön. Sein. Ja, das ist nämlich auch eine Frage, wo dann immer wieder kommt. Und gerade bei Kindern, das Verlangen nach Süßem, wie schaut es denn da aus? Sind deine Kinder da ganz offen? Essen die zwischendrin dann auch mehr Salate oder eben ja Cracker, oder was sind da so die Lieblingsgerichte? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, die du empfehlen würdest für ja, Mütter, die ja, ihre Kinder mehr an die Rohkost ranführen möchten, da einen höheren Rohkostanteil integrieren möchten? Ja, was würdest du da so als erstes zu raten, was eben Kinder wirklich mögen, sehr gern? Ja, also die Kinder mögen natürlich schon die einfacheren Sachen. Also die Früchte so zu essen ist natürlich gut, aber je nachdem, wie das Kind sich bis jetzt ernährt hat, braucht es auch gute Alternativen, wie zum Beispiel das Kind sehr gerne Süßigkeiten wie Eis gegessen hat. Da gibt es ein Bananeneis. Also das Bananeneis gibt es dann als Alternative. Oder es gibt dann Torten oder so wie Kekse oder Riegel. Also je nachdem, was das Kind bis jetzt gern gegessen hat, braucht man eine Alternative, bis dieser Zuckerkonsum reduziert ist. Genau. Ja, das ist dann immer so individuell, was das Kind gerne hat. Aber es gibt auf jeden Fall ganz gute vegane Alternativen zum Ausprobieren. Ja, sehr schön. Aber auf jeden Fall, die Kinder brauchen viel Zucker in dem Sinne von Früchten oder Trockenfrüchten, weil eben ihre Energie ist. Was sind dir dann bei deinen Kindern besonders ja, noch für Verhaltensweisen oder andere Dinge aufgefallen? Wie schaut es denn da jetzt allgemein in den letzten 2 Jahren dann von der Veränderung her, vom Energielevel, von der Schlafdauer und ähnlichen Dingen aus? Ja, sind da irgendwo gravierende Unterschiede, die du ja wirklich immer als ersten Punkt so anführen würdest, oder dann eben auch, ja, dass sie eben weniger krank wären? Es ist schon ein Unterschied. Wenn die Kinder dann gesund sind, macht schon vieles aus, ne? Weil mit der Großen habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sie alle möglichen Kinderkrankheiten hatte bis zum 3. Lebensjahr. Und natürlich, da gibt es Fieber, da gibt es Erbrechen, da gibt es auch Wachstumsschmerzen, da gibt es so Bauchschmerzen in der Nacht, wie auch immer. Da gibt es so vieles, was ein Kind haben kann. Und mit dem 3. Kind habe ich diese Sachen kaum gehabt. Wenn, dann ist es Ausnahmen. Fieber ist sowieso kein Thema. Ja, die Kinder sind natürlich dadurch, dass sie nicht krank sind, deutlich fitter. Wenn gibt es in der Schule mal ein Virus, sie werden dann schon angesteckt, aber sie werden dann in einer ganz einfacheren Form krank. Ja. Ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, eine leichte erhöhte Temperatur, aber sind trotzdem immer noch
viel zum Spielen. Sie brauchen zwar mehr Ruhe, weniger Essen, aber sie sind trotzdem auf den Beinen und können sich immer noch beschäftigen. Ja, super, sehr schön. Also das ist auch immer wieder die Erfahrung, die ich gemacht habe. Diese ganzen chronischen Krankheiten gehen wirklich Schritt für Schritt wieder weg, regenerieren sich Schritt für Schritt. Und auch solche Sachen wie Virusinfekte, was ja wirklich nur ganz wenig ausmacht, es ist viel schneller weg, das Immunsystem ist viel gestärkter. Und wenn das bei anderen eine Woche dauert und die ganze Zeit total neben der Spur sind, dann ja, ist es bei solchen Kindern oder bei Erwachsenen auch so, dass es dann 2-3 Tage ist und dann halt leicht verschleimt oder sowas. Es ist nicht vergleichbar wie vorher, wenn man irgendwie eine Grippe, einen Schnupfen hatte. Ja, das ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich sehr schön. Ich hatte auch immer sehr viel eben mit Kindern zu tun und es ist wirklich teilweise ja traurig, was man so in Schulen sieht, allgemein was die Ernährung anbelangt. Das ist ja häufig ist es völlig normal, dass es eben Süßigkeitenautomaten in den Schulen gibt, Softdrinkautomaten und so weiter. Und ja, das ist dann wirklich schwierig, weil die Kinder sind dementsprechend auch mehr gestresst, einfach weil der Körper einfach nicht in einem gesunden Zustand ist und sie gar nicht fähig dazu sind, sich zu konzentrieren, sie sind gar nicht fähig dazu, Dinge richtig mehr aufzunehmen, weil die Konzentration dann fehlt. Tja, mittlerweile ist es sehr weit leider abgedriftet, aber es gibt eben auch schöne Projekte, wie zum Beispiel hatte ich hier gesehen Biokiste, wo mittlerweile teilweise staatlich gefördert auch an Schulen geliefert wird. Und ja, sowas fände ich super schön, wenn sich das immer mehr ausbaut und immer mehr ausbreitet, eben, dass Kinder da wirklich sich wieder ja, gesünder, vitaler ernähren und dementsprechend eben auch mehr Spaß wieder am Leben haben, fitter sind, sich besser konzentrieren können und diese ganzen Krankheiten nicht ständig durchlaufen müssen, schon in so einem jungen Alter. Genau, du hattest ja auch noch andere Erfahrungen, du berätst ja auch Mütter, hatte ich auf deiner Webseite mitgelesen. Und was sind denn da für Erfahrungen? Welche Kinder, was für Kinder hast du da so kennengelernt? Hast du auch Kinder kennengelernt, die dann komplett von Anfang an auch in der Stillzeit roh waren? Und was da vielleicht noch die Erfahrungen sind, ist ja auch immer sehr interessant, wie der Muttermilch ausschaut und dann im ja, Verlauf der Geburt und dann auch mit den Kindern direkt, ja. Ja, also ich berate Familien, die eben schon mit gewissen Problemen zu mir kommen. Es sei denn, gibt es Neurodermitis, was wir auch schon gemacht haben. Oder gibt es Probleme mit dem Darm, es gibt schlechte Zähne oder also gibt es wirklich verschiedene Krankheiten, wo die Eltern dann eine deutliche Verbesserung erreichen wollen, noch in kürzester Zeit. Weil mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen und Tipps, dann kommen sie schnell voran und danach gibt es bald Erfolge natürlich. Ne? Ja, super. Und, kennst du dann auch direkt eben Kinder, die dann ja von Anfang an, auch während der Stillzeit, dann rohvegan ernährt wurden, beziehungsweise wie wurden die dann ernährt? Oder was empfiehlst du da auch, auf was man achten sollte in so einer frühen Zeit? Und wie schaut es dann eben auf Dauer aus? Was sind da so die Langzeiterfahrungen? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Das ist ja immer schön, für die Leute da zu hören. Ja, dass es da auch andere Beispiele gibt, weil viele haben ja dann Bedenken, oh, jetzt mache ich das mit Rohkost und dann funktioniert es vielleicht nicht und ich kann ja nicht über 10 Jahre vielleicht mein Kind von Anfang an nur Rohkost geben. Hast du da ja irgendwelche erfahrungswerte Beispiele? Ja, also in meiner Facebook-Gruppe habe ich ja schon mehrere Familien kennengelernt, die auch ihre Kinder rohvegan ernährt haben oder immer noch tun. Aber eben so persönlich in meinem Leben, meiner Umgebung kenne ich jetzt keine, die wirklich das so gemacht haben. Aber es gibt auf jeden Fall viele Familien, die nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch der ganzen Welt gibt es so viele rohvegane Kinder, aber es wird dann nicht zum Thema gemacht. Deswegen sind es nicht so bekannt. Ja. Leider noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass es immer mehr rauskommt. Mit Veganen ist es langsam ja schon angekommen und auch die amerikanische Gesundheitsgesellschaft ist ja eine der größten und Ernährungsgesellschaften der Welt, die empfehlen eben auch eine vegane, eine pflanzliche Ernährung zur Prävention von Krankheiten in jeglicher Lebensphase, also auch für Mütter, für Stillende, für Kleinkinder, für Heranwachsende und eben auch im Erwachsenenalter natürlich, empfehlen sie sogar eine vegane, pflanzliche Ernährung zur Prävention von Krankheiten.
Ja, das ist auch immer wieder meine Beobachtung, finde ich auch sehr schön, dass du sagst, wieder die Intuition der Kinder, die ja noch viel geschärfter ist, die ja noch viel besseres Körpergefühl haben, sich darauf wieder zu verlassen. Natürlich unter der Option, dass man den Kindern natürliche Lebensmittel anbietet und sich dann darauf verlassen. Wenn man natürlich irgendwelche Suchtstoffe anbietet, denaturierten Lebensmittel, die so in der Natur nicht vorkommen würden, dann ist es natürlich klar, dass auch sowas ja Suchtkreisläufe erzeugt, wie wenn du, ja, wenn da E-Nummern irgendwas drin sind, dann greift das Kind natürlich irgendwann dazu. Und ja, man sollte natürlich eine natürliche Auswahl an Lebensmitteln zur Verfügung stellen. Ja, ja. Super. Ja, sehr schön. Und abschließend auch noch eine ganz wichtige Frage, die dann ja mit Sicherheit bei vielen kommt, die zuschauen, vielleicht selber Kinder haben, wo man sich eben weiter informieren kann, wo man sich auch austauschen kann, weil ja, ich kenne das ja selber ja auch als Erwachsener, wenn man sich schon rohköstlich ernährt, ist es teilweise wirklich sehr schwierig, Leute in seinem Umfeld kennenzulernen und da ist es doch schön, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, ja, sich zu vernetzen, online oder dann eben auch bei Treffen mal vorbeizuschauen. Also hast du da irgendwelche Tipps, wo man einen Menschen kennenlernen kann, sich austauschen kann mit Eltern, die auch ihre Kinder ja, mit mehr Rohkost, mit mehr vitaler, mit mehr frischer Kost ernähren möchten? Ja. Also wenn man sich austauschen möchte, wenn man online unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall in meine Facebook-Gruppe kommen. Weil wir sind auch schon eine recht große Community geworden mit vielen Familien. Es sind eben ganz viele Familien, nicht nur einfach Menschen, es gibt auch Menschen, die ohne Kinder dabei sind, aber die trotzdem an diesem Thema interessiert sind. Und es gibt auch viele, die schon rohvegan leben, einige sind unterwegs. Und ja, da kann man sich austauschen und auch vielleicht entstehen Freundschaften und dann kann man sich auch persönlich treffen, wenn man in der Nähe wohnt. Ja, sehr schön. Super. Ich stelle die ganzen Infos unten drunter, den Link. Deine Webseite heißt ja auch rohveganekinder.de, oder? .com. .com, genau. Rohveganekinder, alles zusammengeschrieben, ne? .com. Genau. Ja, und dort findet man auch die Gruppe, oder? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch, die Gruppe ist verlinkt, ja. Genau, super. Also Link wird unten drunter unter dem Video oder neben dem Video stehen. Klickt da drauf. Und wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr selber Eltern seid, immer mehr Rohkost integrieren möchtet, da vielleicht noch Bedenken habt, dann schaut da unbedingt mal rein. Es hilft unglaublich weiter, sich da auszutauschen, sich zu informieren und zu sehen, hey, da braucht man vielleicht gar nicht so viel Bedenken zu haben und das in einem schönen geschützten Rahmen eben in der Gruppe. Das ist wirklich nochmal besser, weil gerade auf öffentlichen Plattformen ist da ja noch viel Anhaftung bei dem Thema häufig eben. Ja, finde ich wunderbar auch, dass du das anbietest und machst. Ja, sehr schöne Sache. Und ja, ich bin gespannt, was sich da so entwickelt, was da für ein Austausch entsteht. Und wenn ihr Fragen noch habt an Irina zu dem Thema Rohkost, rohvegane Kinder, dann schreibt gerne, kommentiert unten drunter. Wir können auch gerne nochmal darüber sprechen oder dann eben die Fragen direkt im Kommentar beantworten. Genau, und ansonsten eben auch ihre Gruppe, da könnt ihr reinschauen. Und ich glaube, du hattest ja jetzt auch dann noch ein Programm, das jetzt startet, also für jemanden, der dann persönlich begleitet werden möchte von dir. Wie schaut das aus? Wann startet es nochmal? Ich hatte es auch nur auf deiner Webseite eben nebenbei gelesen. Fand ich eben auch super schön und interessant, dass du da auch nochmal die persönliche Betreuung anbietest. Ja, also ich habe jetzt das rohvegane Online-Programm, rohvegane Kinder-Online-Programm auf die Beine gestellt für Familien, die eben ganz weit von der Rohkost sind und diesen Weg ganz gehen möchten, aber nicht allein, sondern mit Betreuung. Ja. Und ich habe auch viele wichtige Themen, was Naturheilkunde betrifft, abgeschrieben, damit die Kinder, also die Eltern sofort das nötige Wissen mitbekommen, was ist wichtig für den Körper. Wem bleibt es gesund? Ne? Eben diese grundlegenden Themen, die gebe ich weiter. Und nebenbei werden sie natürlich umgesetzt mit Rezepten, mit Betreuung, mit ganz praktischen Tipps. Weil bei den Kindern ist es so, dass sie mal etwas essen und dann nicht essen. Es gibt ja diese Phasen auch zwischendurch. Oder da gehen wir alles zusammen, diese ganze Phasen durch. Und
12 Wochen lang begleite ich die Familien. Eigentlich etwas länger, weil die Vorbereitungszeit, ne, und dann die Nachbetreuung. Ja. Ja, das sind die 3 Monate intensive Arbeit. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Zeitrahmen, wo man dann echt sehr viel direkt konkret umsetzen kann und dann ja sehr viel im Gespräch. Ja, super. Ja, sehr schön. Also dann bedanke ich mich bei dir, Irina. Ist super schön, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrung hier geteilt hast mit uns. Und ja, ich hoffe, vielleicht spricht man sich auch mal wieder, je nachdem. Wir schauen mal, was für Kommentare von euch kommen. Und ja, vielen Dank. Und ihr macht's gut und euch auch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.